Fängt ja schon gut an, denn am Hagenweg in Bremen stoße ich ein paar Schritte weiter auf Gerrys Imbiss. Mal sehen, was das für ein Laden ist. Ich wollte mal fragen, wer Gerry ist. Ich bin das. Also. Und seit wann haben Sie den Laden? Seit 1. August letzten Jahres. Und läuft gut? Naja, schleppend, nicht? Und durch die Baustelle macht das alles nicht einfacher. Was haben Sie denn ursprünglich gelernt? Nichts. Ich habe Koch angefangen zu lernen, da habe ich eine Fruchtsäureallergie gekriegt, deswegen musste ich aufhören. Dann habe ich eine kleine Kneipe aufgemacht in Walle und ja, da ging das Waller Elend los. Und, von der Kneipe aus bin ich dann nach Amerika gegangen und wie ich zurückgekommen bin, habe ich dann den Karaoke Club aufgemacht, den hatte ich 7 Jahre. Ja, dann bin ich in die Insolvenz gegangen, bin LKW gefahren. Und da ich das gesundheitlich nicht mehr konnte, bin ich dann irgendwie zu dem Laden gekommen. Ja. Und LKW fahren konnten Sie nicht mehr, weil Sie... Aus Gesundheit, weil ich bin behindert, habe einen kaputten Fuß. Und mit Laden und so weiter war, also mit LKW-Laden und so weiter, das ging nicht mehr. Und nur fahren ist auch schwierig, was zu finden. Naja, und einmal wird, immer wird. I'll be what I am, a solitary man, solitary man. Ja, man muss ja mit ein paar Tricks arbeiten. Zum Beispiel darf ich einen Tutors anbieten. Ein was? Ein Tutors. Ja. Das sind Liköre verschiedene. Was? Die Geheimgetränke. Ja, ich war ein Jahr in Amerika und da ist das gang und gäbe. Ich habe einen Onkel in Florida. Der ja. Onkel in Amerika? Genau. Der Sprichwörtliche? Der Sprichwörtliche, genau. Und den haben Sie besucht? Den habe ich besucht und dann bin ich da geblieben. Wollte da heiraten. Schon wieder? Ja, na Gott, um da zu bleiben. Aber hat nicht geklappt. Jetzt will er sie heiraten. Sie kennen sich seit Ewigkeiten, hatten sich dann aber aus den Augen verloren. Heute sind Gabi und Gerry ein Paar, nach etlichen Höhen und Tiefen. Ich bin mit 18 angefangen, hab dann jahrelang aufhören müssen. Liebevoll aufhören müssen mit 4 Kindern und bin nach und nach, wie die Kinder aus dem Haus waren, wieder angefangen in der Gastronomie. Vor einem Jahr haben sie sich selbstständig gemacht. Gerry ist für sie der Richtige, sagt sie. Nach 2 gescheiterten Ehen kennt man sich langsam aus. Nein, ich liebe Gerry und wir passen einfach zusammen. Er ist der Kopf und ich bin die Beine, das passt. Ja, das war ja jetzt eine echte Liebeserklärung. Ich schau ihn an und weiß genau, der Mann wird's nicht verstehen. Der 51-Jährige mit seinem Faible für Country und Rock'n'Roll ist eben kein 0815-Typ. Ich möchte nur Dave Dudley hören, Hank Snow und Charlie Pride. Einen richtig schönen Country-Song. Doch Ehefan ist wein. Ich möchte nur Dave Dudley hören. Oh, jetzt seid ihr dran. Gerry, der singende Wirt, das kommt an. Während Gabi die sogenannte Manta-Platte mit Currywurst und Pommes zubereitet, träumt sie von der Hochzeit im Oktober und von besseren Zeiten. Wenn Sie sich jetzt kurz vor Ihrer Hochzeit was wünschen dürfen für den Laden hier, was wäre das? Mehr Gäste. Mehr Gäste. Weil dieser zurzeit das wirklich am Schwanken ist, ob wir den Winter überleben. Aber zuerst mal die Hochzeit und die Flitterwochen. Danach können ja Gabi und Gerry immer noch an der Idee arbeiten vom Szeneladen mit singendem Chef und Manta-Platte.